Sie hören Lord Gewart, das ungekürzte Originalhörbuch von Peter Karrer, gelesen von Tom Karrer. Teil 33. Mehr und mehr verlieren wir jedes Gefühl für Zeit. Ist es Tag oder Nacht? Wir wissen es nicht. Wenn wir müde sind, rasten wir, um anschließend ohne jegliche Zeitvorstellung wieder weiterzugehen. Unterwegs. Unterwegs ja, aber wohin? Drei Wanderer, verdammt zu wandern bis ans Ende aller Tage. Ich ertappe mich dabei, an Umkehr zu denken, um zu überprüfen, ob der Eingang noch vorhanden ist. Ist der Eingang noch da? Was, wenn wir nicht mehr zurück können? Sind wir Gefangene? Als wir durch die Panzertüre gingen, war da ein Schloss oder ein Zahlenfeld an der Innenseite? Oder sind wir... Oder. Wir hätten eine Wache zurücklassen sollen. Einer von uns hätte zurückbleiben müssen. Hätten. Tausend Dinge hätten wir tun sollen. Aber wir sind wie dumme Kinder in ein Abenteuer gelaufen, das wir jetzt nicht überblicken, nicht begreifen, nicht beherrschen können. In was habe ich meine Freunde, die einzigen echten Freunde, die ich je hatte, da hineingezogen? Gewart, Liebster, träumst du? Holt mich Pilas aus dem Kreislauf von Unsicherheit und Selbstvorwürfen. Nein, Pilas. Oder doch, ich habe nur überlegt, ach Unsinn, vergiss es. Ich glaube, ich habe wirklich geträumt. Ein Kuss andeutend lächelt sie mir zu. Zwei Verliebte und ein Narr. Wir sind ein tolles Trio, lacht Amidus. Endlos wandern wir weiter. Nach einer kleinen Biegung, die hundertste oder tausendste, stoppen wir im letzten Augenblick. Nach so vielen Stunden des Wanderns ist es für unsere Gehirne und Füße beinahe unmöglich, vor einem mindestens 50 Meter tiefen Abhang einfach stehen zu bleiben. Beinahe wären wir in den Abgrund gestürzt. Vor uns öffnet sich eine gewaltige, natürliche Höhle. An der Decke hängen riesige Tropfsteine. Unsere Schritte hallen in dem mächtigen, leidlich beleuchteten Raum lange nach. Wir sind von der Größe und der Schönheit überwältigt. Amedus entdeckt keine 2 Meter links von uns eine schmale, direkt in den Felsen gehauene Treppe. Hintereinander, Pilas vor mir, Amedus hinter mir, gehen wir die Steinstufen nach unten. Die Stufen sind übersät von Pickeln und kleinen Kegeln aus Kalk- und Mineralienablagerungen. Diese Stufen hat seit Ewigkeiten kein Fuß mehr betreten. Bei jedem Schritt knirschen und knacken die kleinen Wunderwerke, wenn wir sie mit unseren schweren Stiefeln erbarmungslos zertreten. Am Grund der Höhle angekommen, können wir unser Erstaunen kaum noch zügeln. Die Höhle ist übersät mit Tausenden oder besser Zehntausenden von Zylindern wie aus Glas. Ein Wald aus Glasröhren. Jede ist ungefähr 2 Meter hoch und 30 Zentimeter im Durchmesser. Die Röhren sind mit einem grünschildernden, farbigen Gas oder ähnlichem gefüllt. Wie kleine grüne Wolken im Wind wabert das Gas in ständiger Bewegung. Die Wogen wirken auf seltsame Weise beruhigend. Die Schönheit des zarten Grüns ist berauschend. Wie durch einen inneren Drang, den wir nicht unterdrücken können, gehen wir auf die Zylinder zu. Vorsichtig berührt Amedus als erster mit seinem Zeigefinger eine Röhre. Schlagartig verändert sich die Farbe in ein tiefes Blau. Um die Stelle, an der sein Finger das Glas berührt, bildet sich im Inneren eine rote, ins Gelbe verschwimmende Korona. Amedus zieht erschreckt seinen Finger zurück und sofort verwandelt sich das Gas wieder in das angenehm wallende grüne Gewöll. Mehrmals wiederholt er den Versuch und letztendlich legt er die ganze Hand auf. Wieder entsteht eine Aura, die jeden einzelnen Finger zärtlich umgarnt. Wie unter Zwang legt er langsam auch seine zweite Hand auf, beinahe so, als möchte er den Glaszylinder umarmen. Die Korona setzt auch sofort an der zweiten Hand ein. Nach und nach entsteht ein Wechselspiel zwischen den beiden Handinnenflächen. Blitze zucken durch das Gas in der Röhre. Die Gase wirbeln wie in einem Orkan, in allen Farben, von einer Handfläche zur anderen. Amedus beginnt wie ein Hund zu hecheln. Pilas und ich bereiten uns darauf vor, sofort einzugreifen, und als seine Atmung langsamer und gleichmäßiger wird, entspannen auch wir uns wieder. Die Bewegungen des Gases werden ebenfalls langsamer und passen sich offensichtlich Amedus' Atemrhythmus an. Dann passiert das Unfassbare. Das Gas formt einen Kopf,
Deutlich sehen wir ein Gesicht, Augen, Nase und Mund. Immer deutlicher erscheint das Antlitz. Jedes Detail bildet sich aus. Wir treten näher an die Röhre und erkennen deutlich Amedos freundliches Gesicht im Inneren. Was geschieht hier? Flüstere ich, ohne die Worte bewusst zu formen. Das Gasgesicht bewegt sich, formt tonlose Worte. Es spricht. Mein Gott, könnten wir es nur verstehen? Was will es uns sagen? Oder spricht nur Amedos? Das Antlitz ist freundlich wie Amedos, und trotzdem spüre ich die Traurigkeit der Kreatur, die Amedos Gesicht angenommen hat. Ja, jetzt bin ich mir sicher. Das Gesicht ist ein eigenständiges Wesen und nicht nur ein Spiegelbild Amedos. Es denkt, es lebt. Erst nachdem ich mich von dem Wesen lösen kann, sehe ich zu Amedos. Er steht schweißüberströmt nahe an der Röhre. Plötzlich beginnt er in den Knien zusammenzusinken. Bevor er nach hinten umfällt, halten wir ihn und legen ihn langsam flach auf den harten Steinboden. Er atmet schwer, aber gleichmäßig und er ist bei Bewusstsein. Amedos, erkennst du uns? Frage ich und ein gequälter Versuch eines Lächelns antwortet mir. Er erholt sich schnell und nach ein wenig Ruhe erzählt er uns: Es war unglaublich. Ich war in der Röhre und auch wieder nicht. Ich sah euch und doch wieder nicht. Ich träumte von Dingen, die ich noch nie gesehen habe, und doch wusste ich über alles Bescheid. Ich weiß jetzt, Gebert, was du mit einem Daimler meintest. Übrigens ein tolles Auto. Er lächelt verschmitzt. Ich nicke und erzählt weiter. Ich bin geflogen, nicht wie ein Vogel. Ich trug einen weichen Anzug und einen Gravitationswandler auf dem Rücken. Es war herrlich. Ich war auf der Jagd mit einem Walfänger und ich weiß nicht, was ich noch alles erlebt habe. Ich habe alles verstanden und doch begreife ich jetzt nichts mehr von alledem. Amedos schließt die Augen und schläft erschöpft ein. Pilas packt ihn in warme Decken und blickt mich erwartungsvoll an. Meine Antwort ist spärlich. Ich habe keine Idee, was mit Amedos passiert ist. Nach dem Erwachen kann er sich an nichts mehr erinnern. Aber ich weiß, er hat die Zukunft und die Vergangenheit gesehen. Irgendwie erinnern mich seine Erzählungen an die Tagträume, die mich schon so lange plagen. Nur kann ich mich an alles erinnern. Was ist nur passiert? Was sind diese Röhren? Später, Unendlichkeiten später, werde ich erfahren, dass diese Röhren, das Gewissen, die Hoffnung, die Gedanken und die Erfahrung aller in der Einheit mit dem Ganzen repräsentieren. Ich werde lernen, die Röhren als Symbol der vereinten Seelen aller Wesen zu begreifen. Aber jetzt und heute hat dies alles noch keine Bedeutung. Nach kurzer Beratung entschließen wir uns zu einem weiteren Experiment. Ich werde Amedos Versuch wiederholen. Wie Amedos taste ich mich vorsichtig nur mit einem Finger an die Röhre heran. Ich spüre eine Kraft, die Kraft des Ursprünglichen, die mich anzieht. Ich greife fest zu und fühle eine wohlige Wärme, die mich durchdringt. Ich sauge das, ich weiß nicht was, wie ein vertrockneter Schwamm in mich auf. Die Umwelt verschwindet. Meine Freunde sehe ich nur noch als neblige Schatten in einer blauen Umgebung. Mein Körper löst sich in reines, warmes Etwas auf und ich schwebe frei und schwerelos in Raum und Zeit. Gedanken und Visionen materialisieren sich. Ich sehe meinen Daimler, rieche das herbe Leder, greife nach dem Lenkrad und fühle das weiche, schwarze, fein genabte Leder. Ich lebe einen Tagtraum. Oder ist es Wirklichkeit? Oder träume ich nur? Es ist ein Tagtraum und doch die Realität. Jetzt und hier ist es Realität, nur in diesem Augenblick. Der nächste Gedanke verändert die Realität. Ich rieche muffige, alte Stoffe, höre dumpfe Stimmen, kenne sie und doch wieder nicht. Höre die schlurfenden Schritte von Touristen, die erstaunt die alten Meister bestaunen. Ja, Opa, der Dompteur der Touris, führt eine kleine Gruppe durch den Schlafsaal des Herzogs und endet mit den Worten: Hiermit sind wir am Ende unserer Führung angekommen. Ich hoffe, Sie nehmen einige schöne Eindrücke der Vergangenheit mit sich. Wenn Sie noch ein kleines Souvenir kaufen oder einen kleinen Imbiss einnehmen wollen, unser Kiosk und das Café freuen sich auf Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Heimreise. Dann sehe ich Großvater.
wie jung er doch war. Als Kind erschien er mir immer unendlich alt. Die Zeit ist relativ, ist immer abhängig vom Standpunkt des Betrachters. Nicht nur die Zeit, auch der Raum ist relativ. Das erkenne ich jetzt. Als Kind erscheinen die kleinsten Räume immer riesig. Später als Erwachsener empfindet man denselben Raum klein und beengt. Alleine die vergangene Zeit verkleinert den Raum, der doch immer der gleiche bleibt. Zeit, die vierte Dimension, kann also den Raum, die ersten drei Dimensionen, verändern. Meine Gedanken gleiten durch unendliche Räume und unendliche Welten. Wie ein Vogel gleite ich über Dinosaurier und lande auf Raumschiffen, größer als Planeten. Ich fliege, meine Gedanken fliegen und ich bin frei. Und doch stehe ich immer noch, einen Gaszylinder umarmend, scharf von meinen Gefährten beobachtet, in einer kalten, feuchten Höhle. Schwebe in buntem Gas, denke und wandere auf Pfaden, die mein Gehirn formt. Nein, nicht mein Gehirn formt. Etwas Großes, etwas Fremdes gestaltet den Raum und die Wege, auf denen ich wandere. Ich frage das Fremde: Wer bist du? Was bist du? Das Fremde oder nur mein eigenes Ich antworten: Wir sind du und du bist wir. Das verstehe ich nicht. Unsere Gedanken sind deine Gedanken und deine Gefühle sind unsere Gefühle. Wer bin ich? Du bist wir und wir sind du. Eine untrennbare Einheit für alle Zeiten, in allen Leben, in allen Welten. Mein Kopf dröhnt. Mir ist kalt, unendlich kalt. Immer wieder frage ich und kann die Antwort doch nicht verstehen. Noch einmal frage ich: Wer seid ihr? Gewart, hörst du uns nicht? Wir sind es, Pilas und Amedus. Pilas? Amedus? Ja, erkennst du uns denn nicht? Doch, ja. Ich öffne mir fremde Augen, meine Augen, und sehe Menschen gekleidet wie ich. Wer sind diese Leute? Ich kenne sie. Mein Herz sagt mir, ich kenne sie. Aber wer sind sie? Ja, ich... Pilas, geliebte Pilas und Amedus, mein Sohn, Freund und Begleiter. Ja, sie sind es. Pilas, Amedus, was ist geschehen? Wo bin ich? Du bist bei uns, in Sicherheit. In Sicherheit? Ich war immer in Sicherheit. Niemals in Gefahren. Ich habe die Liebe gefühlt. Die Liebe aller Wesen, aller Welten, aller Zeiten. Den Frieden der Unendlichkeit. Ich schlafe still und zufrieden ein und erwache erst spät, eingehüllt unter einem Berg aus Decken und Umhängen. Pilas erzählt mir, dass ich genau wie Amedus an der Glasröhre zusammengebrochen bin. Ich kann mich erinnern. Im Gegensatz zu Amedus habe ich nichts vergessen. Jedes Detail sehe ich vor mir. Die Röhren ängstigen mich nicht, denn sie sind das Friedlichste, was ich jemals sah oder jemals erlebte und erfühlte. Angenehm erinnere ich mich an den grenzenlosen Frieden während des Kontakts mit dem Gas, dem Fremden, dem Ganzen oder doch nur mit mir selbst. Ich habe keine Vorstellung davon, mit wem oder was ich verbunden war. Es ist etwas Mächtiges, etwas Großes, unendlich Friedliches. Ich sah Dinge, die ich kannte, aber auch Objekte aus einer anderen, einer späteren Zeit oder aus einer ganz anderen Welt. Jeder Raum in jeder Zeit ist nur eine Frage des Betrachters. Nicht Welten, nicht Zeiten unterscheiden sich. Nur der Betrachter ändert seinen Standpunkt, seine Sichtweise. Damit ändert er Räumliches und Zeitliches. Das habe ich irgendwie begriffen. Aber helfen kann es mir nicht. Fakten, Überlegungen, irgendwie gehören sie zusammen, aber jede Überlegung führt mich mehr in die Irre. Ich spüre, diese Zylinder gehören nicht in diese Welt, und doch waren sie immer hier. Die Panzertür gehört nicht hierher, aber die seltsamen Zylinder? Ist es wirklich Gas oder nur der sichtbare Gedanke eines mächtigen Wesens? War es am Ende Gott, der mich an sein Herz ließ? Ich weiß es nicht.
Um uns von dem Unfassbaren loszureißen, brechen wir auf. Am Ende der Höhle entdecken wir einen schmalen Durchgang in eine weitere Höhle, die der jetzigen sehr ähnlich ist, nur noch größer. Voll, soweit wir sehen können, mit den friedlichen Zylindern. Es müssen Millionen dieser Gebilde sein. Nach einer weiteren identischen Höhle entscheiden wir uns, umzukehren. Ende Teil 33. Sie hörten Lord Gewart von Peter Karrer. Alle Rechte beim Autor Peter Karrer.